Haben Sie sich schon mal gefragt, wie kleine Kinder lernen? Und ist Ihnen klar, was für eine wichtige Rolle Sie dabei spielen? Das und mehr klären wir im heutigen Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Über die Jahre habe ich vielen Eltern und Kindern in meiner Praxis und meiner Sprechstunde helfen können. Jetzt tue ich das über meinen YouTube-Kanal. Und wenn Sie das gut finden, freue ich mich über ein Like, ein Abo und natürlich erst recht, wenn Sie mich weiterempfehlen. Bei meinen eigenen 4 Kindern fand ich selbst es faszinierend zu beobachten, wie und mit welcher Geschwindigkeit sie sich von Babys zu eigenen Persönlichkeiten entwickelten. Und natürlich habe auch ich mich gefragt, wie kleine Kinder eigentlich lernen. Sie lernen durch erstens beobachten, zweitens nachahmen und drittens wiederholen. Und dabei ist anfangs das, was sie sehen, von größerer Bedeutung als das, was sie hören. Und welche Menschen sind dauernd vor den Augen der Kleinen? Wen beobachten die Kleinen dauernd? Ihre Eltern. Wen machen sie nach? Ihre Eltern. Und was wiederholen sie? Das, was ihre Eltern, also sie, machen. Ob sie es nun sein wollen oder nicht, das Vorbild für ihr Kind sind Sie. Ihr Kind beobachtet genau, wie Sie sich bewegen, wie Sie sich verhalten, zum Beispiel dem anderen Elternteil gegenüber, wie und was Sie anziehen, wie und was Sie essen, wie Sie Ihre Zähne putzen, wie Sie sich begrüßen, verabschieden, wie Sie sich bedanken, wie Sie das Bonbonpapier entsorgen, wie Sie sich ärgern, Ihr Handy benutzen, und es beobachtet einfach alles. Und darin liegt die besondere Verantwortung von Eltern. Sie haben es quasi selbst in der Hand, welche Beobachtungen Ihr Kind machen darf, um zu lernen, wie es sich innerhalb der Familie und natürlich auch außerhalb verhalten soll. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, fangen wir als Säugling bei allem bei Null an. Quasi wie ein neuer, unbenutzter Schwamm, der alles aufsaugt, was sich ihm bietet, ob gut oder schlecht. Es liegt also an uns Eltern, was wir diesen Schwamm aufsaugen lassen. Ich höre Sie einwenden, ich kann aber doch nicht beeinflussen, was mein Kind im Kindergarten, in der Schule und von seinen Freunden so alles lernt. Da haben Sie völlig recht. All das liegt dann nicht mehr in Ihrer Hand. Sie können Ihrem Kind aber durchaus beibringen, dass bei Ihnen zu Hause Ihre Regeln gelten, die Ihr Kind ja bei Ihnen gelernt hat. Ein klassisches Beispiel sind die mehr oder weniger tollen Sprüche und Wörter, die Ihr Kind vom Kindergarten oder der Schule mit nach Hause bringen wird. Wenn Sie die nicht gut finden, können Sie Ihrem Kind klar machen, dass Sie zu Hause solche Sätze und Wörter nicht hören möchten. Und funktionieren tut das natürlich am besten, wenn Sie selber sie auch nicht benutzen. Was ein Kind in den ersten 4 Jahren lernt, hat quasi die tiefsten Wurzeln. Sie kennen bestimmt den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wie so oft ist da schon ein Funke Wahrheit dran. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie wissen, welch wichtige Rolle Sie beim Hänschen spielen. Wenn Sie etwas Wichtiges aus diesem Video lernen konnten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das Video liken und jemandem zeigen, der auch von diesem Video profitieren würde.